Hey, ihr Abenteurer! Wie ihr seht, bin ich heute wieder mit Vincent unterwegs. Wir befinden uns hier gerade in Kürke. Und Vincent hat für uns eine Tour rausgesucht. Wo geht's denn lang? Also das ist der Sonnenweg. Der führt hier ein bisschen durch den Wald bei Kürke. Und dann noch zur Kürkler Burg als Highlight. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Tour so ist, die der Vincent uns geplant hat, dann kommt mit. Weg! Ich würde dir sagen, es sieht sau verlockend aus, sich da auf den Baum zu setzen. Aber? Ich habe ein bisschen Angst, dass meine fette Blauze den Baum runterzieht und er abstürzt. Also wir zwei Hübschen versuchen jetzt mal hier den Felsen zu erklimmen. Ob es klappt, keine Ahnung. Ich nehme euch mal mit und falls wir stürzen, haben wir eine schöne Dashcam. Und es wird jetzt ganz interessant, mit nur einer Hand zu klettern. Geht tatsächlich. Jubelbau. Wow. Lass den Arsch ruhig gut festhalten. Geht tatsächlich. Zu unserer Kürkelburg-Tour kommen wir jetzt noch zusätzlich auf einen geologischen Lehrpfad, bei dem wir über geologische Sachen etwas lehren auf diesem Pfad. Verdammt. Cool. Ja. Also mal schauen, was hier gibt. Also hier jetzt mal auf die Distanz schon irgendwelche Felsformationen, wie jetzt zum Beispiel hier Porphyr. Porphyr, vulkanisches Ergussgestein, je nach chemischer Zusammensetzung. Durch Quarz, Porphyr oder ja. So sieht's aus. Ist auf, hier auf ein paar Stellen versetzt. Da hinten geht's noch weiter. Vielleicht finden wir hier noch ein bisschen Gold. Den Kobold haben wir ja schon dabei. Was haben wir dabei? Der Vogel? Der Kobold. Ah, der Kobold. Ich bin der Kobold? Ja, du bist der Kobold. Der rote Kobold. Muselit haben wir hier noch. Muschelkalk. Ah, da ist nämlich ein Fossil drin. Cool. Und noch einmal ein Muschelkalk aus der Tiefsau. Konglomeratschichten im Buntsandstein. Taunusquarzit. Dolomit. Weißelbergit. Hier ist sogar ein Kletterfelsen. Hier sieht man, es sind sogar die. Ich bin kein Kletterer, ich nehme ihn aus, aber hier die Metallösen da drin, wo ich dann selber absichern kann. Also, oder hier geht es ja noch weiter. Die Felsformationen sind der Hammer. Mega geil. Wie ihr seht, geht es hier die ganze Zeit an Felsformationen vorbei, was mir echt super gut gefällt. Da bin ich echt schön geplant. Muss ich wirklich sagen.
Also jetzt hier die mittlere Etappe, wo wir waren. Also es ist gegen Ende, wir gehen jetzt Richtung Burg. Ist auch gar nicht mehr weit, 1,4 Kilometer hier die Richtung. Eigentlich jetzt die mittlere Etappe nur Gesteinsformation. Auch wo wir Kaffee gekocht haben. Video kommt nächste Woche. Super. Hier auf der Burg Hürkel. Ja, aus welchem Jahr war die? 1070, ne? Ja, 76, glaube ich. 1076 um den Dreh. Ist um 1800 irgendwann mal abgefackelt. Kamera wackelt. dann wurde sie zum Schloss mal umgebaut und renoviert. Und jetzt wird es auch auf der Drohnenaufnahme gleich sehen. Sie hat oben einen neuen Hut bekommen, also ein neues Dach. Recht spät, in den 80er Jahren, glaube ich, war es gewesen. Und ja, viel Spaß bei den Drohnenaufnahmen und wir trinken jetzt unser Bierchen, ne? Genau, in diesem Sinne, Prost! Prost! Stößchen! Stößchen! Seht ihr da noch ein paar Aufnahmen vom Burghof. Und zwar sind hier immer die Kürkeler Burgtage. Das ist so wie so ein Mittelaltermarkt. Hier ist zum Beispiel auch eine Taverne, eine kleine, wo ein Haufenprogramm ist für Kinder. Da sind, ist Schwertkampf, ist, da kann man sich ein eigenes Schwert schmieden, dann irgendwas aus Holz bauen oder mit Leder einen Griff machen, zum Beispiel auch fürs Schwert. Eine riesen Taverne haben sie, also ist echt geil immer hier. Kann ich jedem empfehlen, mal vorbeizukommen, wenn man in der Nähe ist oder auch weiter anreist. Ich glaube, die Kürkeler Burgtage sind sogar ein paar Tage lang. Und ja, also Preußen ist jetzt fertig und wir gehen jetzt zum Auto zurück und dann war es auch schon mit der Tour. Aber das hier, die Burg, ja, ganz klar das Highlight. Sehr gut. So, wir kommen jetzt zum Ende unserer Tour. Und stehen hier wildromantisch unter einem Kirschlorbeer, glaube ich, zum Fazit von der Tour. Die hat uns sehr gut gefallen, die Tour. Highlights waren auf jeden Fall die Gesteinsformationen, die auf dem ganzen Weg vorhanden waren. Es ging viel durch den Wald. Die Burg, die Kürkeler Burg, ist sowieso ein Autospaß generell. Auch wenn keine Kürkeler Burgtage sind, auf jeden Fall empfehlenswert. Als Alternativroute könnt ihr die Kürkeler Tafeltour gehen. Die geht an ganz vielen Strecken vorbei, in denen wir auch vorbei sind. Also ihr habt es ein bisschen überschnitten, da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Was uns jetzt nicht so gut gefallen hat. Hat, glaube ich, gerade gesehen. Was uns nicht so gut gefallen hat, ist, dass wir den ersten Kilometer immer einen Zuweg hatten bis in den Wald. Da gebe ich euch einen Tipp, dass ihr vielleicht am Sportplatz parken könntet. Von daher seid ihr direkt im Wald und direkt loslegen. Vincent hatte der Tour 8 Punkte gegeben, ich hätte ihr 10 Punkte gegeben. Ne? So war's. Ja, und haben uns gemittelt und sagen wir mal, wir geben der Tour 9 von 10 Topper-Hüten. Ja, in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, erzählt es euren Freunden. Wenn nicht, erzählt es euren Feinden. Und ich verlinke Vincent sein Instagram-Profil mal unten in der Infobox. Schaut doch gerne mal vorbei. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.